So. Ja, dann ein zweites Mal ein herzliches Hallöchen. So. Ja. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Hause. Allerdings mittlerweile unterirdisch, weil mir sich ein Meer aufgetan hat und ich den ungern mit einer gigantischen Brücke überqueren wollte. Und ja, ich spiele auch mit den Gedanken, irgendwann mal eine Gleisverbindung zu bauen. Deswegen habe ich gesagt, dann machen wir das gleich einen Tunnel dahin, wo wir hin wollen. So, ja, erzähle ich das nochmal, weil es ist mein zigter Versuch, Aufnahme zu machen. Also, ja, hier hinter diese Türen hier, ja, falls ihr, da werdet ihr mal immer wieder drauf stoßen, da ich ja ziemlich viel Offscreen spiele. Diese Türen sind immer Schluchten, Tunnel und so, also Minen halt, ne? Hier glaube ich sogar eine Schlucht, war glaube ich hier, keine Ahnung. Können wir kurz mal gucken. Hier, was ist hier die Schlucht? Ne, hier ist ein Tunnel nur. Ein Tunnel, was ist die andere Schlucht? Werden wir vielleicht irgendwann mal versuchen. Oh, hier geht es ziemlich stark abwärts. Ah, hier ist hier, genau, hier ist diese. Guckt das euch an, Abtraum, ne? Ja, also da haben wir was vor. Da geht es auch nochmal runter. Also, ja, für Forscher und Abenteurer ist genug übrig, aber ich bin jetzt erstmal nur einfacher Tunnelbauer und vermeide möglichst diese Art von Abenteuer, die strengen mich viel zu sehr an und überfordern mich auch total. So, ich hoffe, ich habe eine Aufnahmestörung frei hin, schläft nämlich noch nicht alles. So, obwohl das ja schon ein neuer Tag ist. Genau, nur noch die Uhr dutzen, seit 30 Minuten. So, das ist nur 30 Geisterstunde. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los heute? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ein tierisches Klappern. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Moment bitte.
Scheiße. Das glaubt mir kein Mensch. Ich hatte verstanden, wenn das Kabel irgendwie an den Lüfter von oben herab vorbeiführt und sich dann in den sich dann mal zufällig in den Lüfter reinrückelt. Nein, das ist ein Kabel von unten gewesen, das sich nach oben bewegt hat. Das wieder jede Schwerkraft agiert. Das gibt's doch gar nicht. Ein Kabel, das unten liegt, das auf einmal sich nach oben wölbt. Und es ist auch nicht warm, das Kabel. Also dass man denkt, vielleicht schmilzt das gerade so vor sich hin. Ja. Das ist einfach. Ich werde gemobbt. Ich werde von der Technik gemobbt. So, oder hier spukt das an, was gegen diese Aufnahme in einen Geist hier. Ah. Ich glaube es nicht, dass erst als nächstes Störung kommt. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder die Aufnahme unterbrechen. Und ich will es auch nicht schneiden. Ich soll real mitbekommen, was für Sachen ich mich abplagen muss, wenn ich hier mal ein bisschen spielen möchte. Das ist ja nicht nur, dass die Aufnahme gestört wird, sondern auch der Spielfluss wird hier gestört. Ne? So, ja. Sehr ärgerlich. Das ist ja nicht Terror. So. Ja. Meine Musikwahl ist ja wieder so ein bisschen buntes. Compotech und Diablo und was noch? Was habe ich da noch eingenommen? Hier, Hexer. Also. Ich weiß nicht, die Musik ist ein bisschen überdramatisiert, oder? Ja, mein Rekorder hängt hier. Warum hängt denn der Soundrekorder? Ich hoffe, die Tonspur bleibt synchron. Das ist gruselig. Ich habe eine externe Festplatte angeschlossen, um eben halt entspannter aufnehmen zu können. Und mein Laptop, der die Tonaufnahme macht, hat eine viel zu kleine Festplatte eingebaut. Da habe ich eine externe angeschlossen, aber die scheint wohl zu Verzögerung zu erzeugen. Oh, ich hoffe, ich muss echt nicht sein jetzt. Warum rüttelt das jetzt? So, sonst wird es mehr. Nö. Vor der Spielung so, hallo. Das gefällt mir überhaupt nicht. Passt gar nicht. Passt mir gar nicht. Ich würde euch ja eigentlich einen kleinen Spaziergang geben, um zu zeigen, was ich hier schon so gebuddelt habe. Über die Tage. Ein schönes Szene ist euch flöten gegangen, als ich die Tür aufgemacht habe, indem mir die Fledermaus entgegengeflogen kam. Ich total erschreckt habe. Glaube ich jedenfalls. Oder war es jetzt schon bei dieser Aufnahme? Nein, das war bei der nicht gelungenen Aufnahme. Naja, man, die ist ja auch nicht so gelungen. Erde, ich hasse Erde, wenn Erde im Weg ist. Erde und Kies zerstörend, weil ich dann immer das Werkzeug wechseln muss, um das dann wegzumachen. Ja, guck mal, sowas kann ich hier weiter mit meiner Spitzhacke wegmachen. Das ist ganz easy. Aber hier muss ich jetzt noch die Werkzeug switchen. Was war das? Das? Ich habe noch gar nicht gehört, das Geräusch. So. Klingt wie eine Tesla-Spule.
Na, was uns hier noch ein Weg hier so entgegenkommt. Auf was wir stoßen werden, mal so sagen es. Gleich die Reparatur. So. Und hier Lava. Aber die ist irgendwo unter uns oder weit über uns. Jetzt können wir dann direkt in einen Lavasee stolpern. Werkzeug. Das kann ich immer noch. Ich habe schon ein bisschen Angst. Das kann weg. Weg damit. Werkzeug. Hey, der falsche Punkt. Voll schaffen. Ja, so. So, wollen wir das Werkzeug. Und das war's. Alle. Hoffen wir mal. Bisschen schneller. Ne, ich werde eine Faktor noch. Müssen wir laufen. Achso. Zwei andere Männer müssen schon das Leben lassen. Ihr Leben lassen. So. Da kann ich mal wieder rein. So. Langsam voll. Neue Kiste da. Hallo, Werkzeug. Werkzeug, auch Werkzeug. Die Stickies sind auch alle. Ah, was für die Pfeile für?
Eisenbau noch ein bisschen. So. Ach, ich jetzt Keks. Aber keine Sickies. Jetzt geht's los. Oh, bin halt kompliziert. Jawohl, sind wir wieder bestückt. Okay, dann geht's weiter. Und wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Das ist nicht Rest des Jahres Daumen wert. Schauen wir mal. So. Halb abgenommen, wenn man vorher so eine Rauschunterdrückung, schöne Bose Dinger, die unterdrücken alle Hintergrundgeräusche, dann kann das sein, dass ich dann ein bisschen zu laut spreche und das ist jetzt um diese Uhrzeit nicht so prickelnd, nicht für die hier mitwohnen. So, und auch nicht für die Aufnahme. Kann es schon sein, dass man ein bisschen übersteuert. Na gut, das muss ich irgendwo rein. Hier wollen wir aber nur zu. So. Was für ein bisschen beschäftigen hier die Erde? Ja, das ist auch nervig. Das gefällt mir gar nicht. Weiter geht's. Dann liegen wir nicht noch eine Stufe tiefer gerade, um einfach auch mal auf die Chance auf Diamanten zu treffen. Aber die Chance ist dann auch größer auf Lavaseen zu treffen und das ist dann doch sehr anstrengend. Jetzt mache ich ja den Wasser einmal mit Tapperbrücke, den kann man sich dann bestimmt organisieren. Wasser wird es geben. Huch. So. Schwupp. Max, sind wir gespawnt. Nächste Runde werde ich mal die Kisten wieder nach vorne verlegen. So neue Kisten hier hinstellen. Und die Werkbank nach vorne holen. Dann muss ich weit laufen. Das ist auch nervig, wenn zumal die Kiste hier voll wird. Ja, schön, ne? Auf jeden Fall Steine, das ist natürlich episch entspannend. Entspannend ist das wohl eher, ja, so. Das ist das Richtige. Bin total raus, auch so ein bisschen. Aus der Aufnahmegewohnheit halt. Der mit dieser komische Verklemmtheit, wenn man aufnimmt, die verschwindet eigentlich mit der Zeit. Länger und öfters aufnimmt. Ja, natürlich. Ja, die doch lange Pause. Ist wieder ein bisschen schwer, vernünftig aufzunehmen und vernünftige Satzbildung hinzubekommen. Ja, was ist denn da los? So einige Sachen verlernt man nicht mehr, ne? Und vielleicht war es auch bei mir noch nicht so richtig vertieft war. Das Loch wieder zu machen, das sieht nicht so schön aus. So,
haben wir ein bisschen Eisen gefunden, das ist gut, weil brauchen wir auch viel. Lieber ein Kajote rausschlagen hier. Aber da die Wand weitergeht, ne? Oh, hier ist eine ganze Weile so, wie ich das gesehen habe gerade. Na gut. Kommen wir uns das mal um dieses. So. Ich hoffe, stehen lassen. Meine ich haben. Oh. So. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das Jahr. Ich bin wunderbar reingekommen. Es hat ganz gut geklappt. Nur, dass wir nicht an den richtigen Standort waren. Sind ja nach Amsterdam gereist, um dort die Feuerwerke zu genießen. An der Internetseite hat uns eben halt den Platz vor dem Rathaus empfohlen. So. Ja, es war leider nicht richtig. Es ist ein guter Ort, um Menschen zu treffen, aber nicht vorher wegzusehen. Ach, hier zu. Oh, Kohle. So, mal noch einen Bruch schlagen. Kohle, Kohle. Achso, ich werde gleich noch was ausprobieren. Ich werde mal sehen, ob Kohleblöcke, also ich habe hier so Kohleblöcke gemacht, weil ich zu viel Kohle hatte und die Kisten dann schon voll waren, bevor ich überhaupt angefangen habe mit der Arbeit. Ich habe jetzt eine Fackel hier hingemacht. Ich werde die Kohle hier rausschlagen. Hier die Wand wieder hochziehen. Kann ja hier eine Fackel anbringen. So. Besser. Licht, schön. Ich hasse im Dunkeln zu arbeiten. Okay, weiter geht's. So, jetzt dürfte ich mich eine Stunde lang Steine kloppen sehen. Ha, ist halt so schön für euch. Naja, ist gut jetzt bei YouTube. Ja, ihr könnt einfach weiterklicken zu diesem Video. So. Okay, ja, Amsterdam, ja. Genau, das ist eigentlich ein Feuerwerkstand, Hafenstadt, also, ja, das haben wir leider ein wenig zu spät herausbekommen. Aber sonst war trotzdem schön, wir haben uns die Stadt natürlich angesehen. Am Tag danach. The day after, ne? Ja. Sehr nette Menschen übrigens. Die Holländer, also. War also bisher keiner, der eben unhöflich war. Was mir allerdings auch gefallen ist, die rauchen wie verrückt. Ja, also das sind ja, irgendwie dafür die Deutschen sind, wir haben viel zu viele Raucher. Heute habe ich gefühlt, dass wirklich jeder Zweite da raucht. Hier ist ja eher rückläufig ist, aber dort ist das ja richtig populär zu rauchen. Also wer da nicht raucht, der scheint wohl von jemand woanders her zu sein. Nicht von Deutschland. Also das ist sowas. Gibt's gar nicht. Und auch so rücksichtslos. Das fand ich, naja. Also Raucher sind dort, genau wie hier, rücksichtslos. Also das ist, also meistens, ne? Also ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber die meisten Raucher denken nicht drüber nach, wen sie da mit der Fluppe belästigen. So. Ne? Der andere, der den stinkenden Rauch in seinem Gesicht nicht haben will, das können sie irgendwie wohl schwer verstehen. Hm. Aber es ist leider so. Das ist ziemlich widerlich und wenn man dann auch Kinder dabei hat, ist das dann eigentlich noch ätzender, dass sie da mit ihrer Fluppe rumfuchteln und nicht mal den Versuch machen, den Rauch und die Glut der Zigarette in Kitznähe zu bringen. Ja, das ist echt ätzend. Das war echt scheiße. Jo. Naja, gut. Aber wie gesagt, sonst sind das eigentlich da sehr höfliche Menschen. Was haben wir da? Was haben wir denn hier? Das ist ja interessant. Voilà, da wird sich mein Abendessen, wo das schon mehr Stunden her ist. Das ist ja cool. Hey. Das ist ja cool. Das nehmen wir mit.
Wenn wir auf Wege noch Diamanten finden würden, wäre noch geiler. Weil dann kann ich mir die Diamantenachs weiter hacken. Ich habe zwar eine, aber möchte ich hier wichtige Sache haben. Sprich mit Diamanten an der Wand viele. Entschuldigung, man sollte nicht so spät aufnehmen. Obwohl ich habe extra einen Mittagsschlaf gehalten. Bin trotzdem müde. Ja, es geht weiter. So, ich muss unbedingt mal gucken, meine Videokommentare alle checken. Ich hab das total vernachlässigt, mein Channel. Hatte überhaupt keine Zeit. Werde ich mich auch gleich nach diesem Video werde ich mich dran machen. Und mal eure Kommentare checken. Sofern welche da sind. In der Regel glücklicherweise nicht so viele. Das spart mir viel Arbeit. Sprich zu antworten und freizugeben. Es ist so, dass die Nachrichten nicht mehr sofort freigegeben werden. Das habe ich eingeschaltet. Aus dem Grund einfach nicht um Kritiken wegzudrücken, sondern Werbemails, also Werbekommentare wegzudrücken halt. Ja, also dass es eindeutig Werbung ist. Also nur pure Werbung. Den mache ich dann einfach weg. So. Ja. Aber einfache Kommentare, das Video kommentieren so an sich ist okay. Und die dann da zum Schluss nur aufrufen. Ja, hey, du musst ja schon auch mal bei uns vorbei. Das ist dann noch okay für mich. Das ist grenzwertig, aber ist okay. Ja. Aber richtig totale Werbelinkbuch. Ich denke ja, ich muss hier gleich so. Und ich hoffe, der Ton ist synchron, ich mache da solche Sorgen. Ah, so, ich bin erschlossen, der Mensch weg. Meine Güte, ich habe schon mehrere tausend Kilometer und passiert es mir nicht ein einziges Mal, aber jetzt hier bei der Aufnahme haue ich natürlich die Fackel von der Wand. Natürlich. Ah, was soll ich dazu sagen? Der komische Geräusch hier hinter mir. Erde, ich das hasse. Erde, klatschen hier. Weg. Bin ein Scheiß. Erde bekämpfe ich sofort. So. Dann ist auch weg. So. Oh, ist alt. Hat sich ja nochmal gelohnt, hier mal Erde wegzuhauen. Ne? Nö, das war's. Okay. Wieder raus hier und dann machen wir es zu. Gleise zusammen, um das hier dann später irgendwann an unser Eisenbahnsystem anzubinden. So. Klopfen wir und das wird schön. So, das machen wir mal weg. Ja, ich hoffe, das Video mit meinem Sohn hat euch ein bisschen gefallen. Als nächstes, ja, meine Tochter hat sich auch schon aufgedrängt. Sie wollte auch unbedingt auf meinem Server spielen. Und natürlich dann auch meine Videoplaylist erscheint. So, wie ich das noch auf die Reihe kriege.
So, machen wir das mal weg hier. So, haben wir das weg. Ja, sie werden natürlich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch in Weihnachtsdorf bauen dürfen. Zum einen müssen ja da eh mehr Gebäude hin. Zum anderen ist es da auch erstmal wenig schlimm, wenn da was in die Kürze geht. Woanders ja schon ein bisschen störender, weil da ja viele andere auch gebaut haben, nicht nur eine Wenigkeit. Obwohl ich in der Hauptsache baue, ist schon richtig, aber sind halt über 10 Spieler. Klingt komisch, was ist das? Ja. Ich höre hier Geräusche, die ich überhaupt nicht zuordnen kann jetzt. In der Musik. Das kann natürlich auch sein. Das kann durchaus sein. So. Ja, dieses Jahr wird spannend, ne? Bundestagswahl, wenn ich recht erinnere. Ich glaube, Niedersachsen wählt auch. Weiß ich jetzt gar nicht. Bin sicher, bin ich mir jetzt nicht. Meinung, die sie wählen zeitgleich mit dem Bundestag. Oder zumindest dieses Jahr mit. Müssen wir mal sehen. Also auch da, auch noch da, auch so. Okay, also bin ich mal sehr gespannt. Ich bin ja nun nicht so der Fan von der AfD. Ich hoffe, die schaffen es nicht in den Bundestag, aber es ist schwer davon auszugehen, dass sie es schaffen. Was mir überhaupt nicht gefällt. So, von deren Sicht ist einfach überholt, meiner Meinung nach. Das ist natürlich meine Meinung, ist klar. Jeder darf seine Meinung haben. Ne? Und ja, die AfD meint ja, die Meinung aller zu haben. Und wenn eine andere Meinung ist, ist so irgendwas anderes. Ne? So. Muss man hier ein bisschen nach hinten. Und dann werden wir den Kram das auch nach vorne holen. So, zack. Schmeißen wir mal Stein und so alles rein. Stein und Erde. Also die Kiste ist voll jetzt. Alle wieder mit. Auch. Dann haben wir schon ein Problem. Gleich drum. Steine mit. So, das sind Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Alles andere ist nicht so wichtig. Den Kruppzeug, das Kruppzeug hier weg. Auch noch ein Kruppzeug. Also auch jetzt nicht für alten kaputten Wechsel auch hier und so. Genau. Können wir schon mal einfach die Kohle ist oft aus, machen wir mal Blöcke. Sparen wir noch einen Platz ein. Wo ich noch gar nicht ausprobiert habe, ob die brennen, die Blöcke. Ich hoffe es. Würden die brennen? Ich habe nichts zum Testen da.
So. Okay. Ich spekuliere einfach drauf, dass diese Blöcke brennen. Wenn nicht, bin ich ziemlich am Arsch. Muss ich neue Kohle finden. Vielleicht kann man sie auch wieder neu aufsplitten, die Dinger. Klick, 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 klick. Nee, reicht nicht. Ah, schade. Okay. Dann nehmen wir die Öfen mit. Schon mal. Ich habe gar keine Spitzhacke mehr. Ah, doch, eine habe ich. Ja, hab ich die hier. Zwar nicht so gerne, aber das muss jetzt mal sein. Damit wir den Scheiß hier schon wieder mitnehmen. Finden und das brauchen wir hier mit. Müssen wir mitnehmen. Zack. Siehst du wohl. Haben wir noch irgendwas Wichtiges drin? Holz sollte ich mitnehmen. Holz habe ich auch in der Tasche. Okay. Nur das Holz mit. Das reicht jetzt mal aus. Kisten zu bauen. Schlafen. Kommen gleich nochmal zurück und holen den Rest, den wir brauchen können. Aber Pfeil und Bogen kann ich zurücklassen. Und zwei Pfeile, dann Bogen habe ich ja sowieso noch tausendfach rumzuliegen. So, okay. Alles klar, dann bauen wir hier unser Crafting Table erstmal hier hin. Zack. Und auf dem Crafting Table machen wir uns erstmal. Kompliziert nochmal. Mal angewöhnen. So, und nächste Runde. So geht's schneller. Nein, geh weg, ist mich los. Da ist was zwischen, was nicht reingehört. Genau, zack. Und dann tun wir hier die Kiste hin. Achso, Öfen haben wir auch schon in der Tasche. Die können wir auch auspacken. Öfen, Öfen, Öfen. Da. Da packen wir mal. So. Und dann probieren wir mal aus. Das funktioniert. Mich ja sehr interessieren. Und das geht tatsächlich. So, wie lange brennt so ein Klotz? Bin sehr gespannt. Wie lange so ein Klotz brennt. So. Und dann mache ich noch eine extra Kiste. Mache ich eine extra Kiste. Nur meine Bedarfssachen reinkommen. Wo mache ich das jetzt? So. So. Einfach mal so gebaut hier den ganzen Stein hier. Wertvoll ist. Schmeiß mal hier mal rein. So, dann nehmen wir. Ja, ich glaube, das wird auch schon bald eine Doppelkiste. So. Das ist doch schon ganz schön viel ist. Ja, Eisenbrücke mit. Da ist Kohle hier. Betten. Enderperle. Stein bleibt bei mir. Das hier wird ja schon hier zur Gruppzeug. Jetzt holen wir den Rest ab. Hier noch. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Da müssen wir da hinten nicht mehr hin. So. Wir haben schon 40 Minuten hier verdattelt. So. Ja, die nehme ich noch mit. Das nehme ich nicht mehr mit, Leute. Das lassen wir einfach hier zurück. Die brauchen wir noch und die brauchen wir noch. Zurück. Ha. So, alles am Start. Hier gehört ja nicht hin, hier rein. Hier rein. Hier rein. Die Kiste ist auch schon fast voll. Na gut, hier da waren drei. Kommen hier bei mir rein. Und jetzt brauche ich noch den und das. Schon auf. Zacken machen. So. Drei Stück. Zack. Machen wir mal drei und dann rümpel ich meine Taschen mal aus. So. Mache ich das halt. So. Die Stick ist hier rein. Eisen. Wo ist das Eisen hin? Achso, habe ich schon reingeworfen. Das ist Eisen, ist klar. Okay. Ja, dann geht's weiter. Machen wir. Geht weiter, ne? Okay, Steine von den Wänden. So. Ja, ich habe überlegt, ob ich euch jetzt schon ein bisschen zeige, wie weit
von wo und was ich da so alles so geackert habe. Aber ich denke, das mache ich zum Schluss. Wenn wir dann am Ziel sind, spazieren wir nochmal die ganze Geschichte hier ab, was wir so hier geleistet haben. Was wir so erleiden mussten. So. Das sieht so scheiße aus in meiner Umgebung. Ich fühle mich unwohl, wenn mein Arbeitsplatz so dreckig ist. So. Jetzt muss er so weg. Ich bin ein bisschen gefuscht, ne? Soll man mal so sagen. Das machen wir mal hier weg. Passt auch hier weiter. Oh Mann, da müsst ihr aber echt harte Nerven haben, um das hier anzusehen, weil das ist ja echt öde, ne? Ganzer Tunnel arbeiten. Ich hätte mal Aufnahmen machen müssen von den Szenen, wo ich halt auf diese Minen gestoßen bin. Das war schon ziemlich spannend, das waren ganz schön die Kämpfe. Aber ich schon kurz vom Tode teilweise. Aber da habe ich natürlich nicht aufgenommen. Also die spannendsten Sachen kommen immer dann, wenn jede Aufnahmetechnik offscreen ist. Ne? Also, sehr ärgerlich. Ja. Ich hoffe, dass mir nicht irgendwo Lava entgegengeschossen kommt. So, das war's. Okay. Ich mache mit der Fackel hin, dann brauche ich alles zum Hauen hier mit Stein. Wo genug hätte ich ja. So. Ach, oben war noch Kohle, ne? Da. Das hatte ich mit. Kommt der jetzt hoch? Also hoch. Kohle, Kohle. Ach, das ist ja auch noch Kohle. Das ist so. Alles rauskommen. Kohle brauchen wir. Au, 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 au. Das Wasser. Verdammte Scheiße, da ist Wasser. So eine Kacke. Erschrocken. Ja. So ein Mist, da ist Wasser hinter gewesen. Scheiß Kies. Ja, Kies hat sich, ne? Hab ich schon erwähnt, ne? So, wollen wir auch Kies hier runter? Jupp. Das bedeutet, da ist auch Wasser hinter. Jupp. Mach doch nicht mal zwei Steine, du Penner. So ein Arsch. Hau da zwei Steine hin, wo ich nur einmal getippt habe. Hier ist es mir ein bisschen egal. Flup. Flup. Hier muss ich überlegen, ja, so kann es mir auch egal sein. Aber hier schwierig. Hopp. Muss ich überlegen. Geht das hier? Ja, die Mauer ist hier. Okay, das geht. Warum ich nicht drum kümmern? Huch, bin ich jetzt. Oh. Jo, da wir sind am Meer. Es geht sehr tief, das Meer. Verdammt. Ah, ah. Ja, wir wissen ja, was kommt. Blub, blub. Haben wir es. Haben wir alles. Und ach, da ist auch noch ein bisschen Kohle. So. Jetzt machen wir es hier zu. So. Cool. Sauber hinbekommen, würde ich sagen. Mhm. So, sauber. Das müssen wir hier auch wegmachen. Machen wir es alles schön.
Ich will noch Game 2 noch gleich nochmal gucken, ob ich das hier fertig habe. Ganz entspannt, weil das muss ja dann eh eine Stunde rechnen. Oder länger. Es geht schon ein bisschen schneller jetzt mit der neuen CPU hier. Aber ich hätte halt doch gerne Intel gehabt. AMD ist die ganze Zeit, oder Mond ist aufgegangen. Hey, lass mich. Das kann ich jetzt, ich komme nicht drüber weg. Wie kann das Kabel nach oben gehen auf einmal? Das ist das Kabel in den Lüfter von der Grafikkarte gerade. Das ist ein Flachbandkabel eigentlich. Was ich eigentlich schön und elegant am Boden verankert habe, ist nicht. Ich habe es halt am Boden entlang gelegt. Und es hatte keine Wölbung nach oben eigentlich. Jetzt hat das eine gehabt. Aus Gründen nach oben bewegt. Ich wollte einfach die Aufnahme sabotieren. Ich nehme also noch so andere Sabotage dabei. Vielleicht nimmt ihr jetzt auch gerade jetzt das Video nicht auf. Also wie gesagt, der Rekorder hat ja so vor sich hingerückelt. Der Ton ist asynchron oder sowas. Irgendwas Wildes wird das sein. Kann ich mir direkt vorstellen. Ich muss schon überlegen, hier einen zweiten Monitor hinzustellen, um hier eben halt mehr Aufnahmekontrolle zu bekommen und auch später für meinen geplanten Livestream, den ich mal machen möchte. Aber dieser Monitor ist kleiner als mein jetziger Monitor, geringfügig. Und das geht dann nicht. Das ist scheiße. Die müssen schon gleich groß sein. Das wirkte erst so, als wenn sie gleich sind, aber als ich dann nebeneinander gestellt habe, habe ich gesagt, scheiße, nein. Das ist nur eine Nummer kleiner. Das ist kacke. Na? Also wenn einer hier 24 Zoll Monitor rumfliegen hat, was 24 Zoll? Ich glaube 24 Zoll. Ich weiß irgendwo dran. Ich bin normal, dass 24 Zoll, was ich hier habe. Am besten wäre natürlich 27 Zoll. Ah, da brauche ich zwei von. 24 Zoll reicht mir einer. 27 Zoll brauche ich zwei. So, ne, wollt ihr mir gerne zukommen lassen? Wenn ihr das so rumstehen habt, loswerden wollt, ich nehme es gerne. So. Kaufen ist das noch nicht drin. Das wird mir YouTube einfach nicht ein. Ja. Ich glaube, ich letztes Jahr 0,01 Cent oder was. Ja. Okay. Und das glaube ich noch nicht mal mit diesem Channel, sondern mit meinem anderen privaten Channel. Da habe ich da so eher so Urlaubsvideos drin habe oder Fußball-Events von Jungs von meiner Familie. Manchmal habe ich noch kein Fußballvideo, weil sind zwar im Fußballverein, aber die dürfen dann noch nicht spielen, weil wir noch nicht genug Erfahrung haben. So. Ich denke mal, ja. Ich denke mal frühestens im Sommer, vielleicht kommen sie mal dran. Weil die Große schon wieder aufhört mit dem Fußball. Ja. Das tut sie schultechnisch, weil sie hat da keine Zeit für mehr. Sie muss lernen, lernen, lernen und lernen. Das ist nun mal so. Obwohl, lernen, ich muss auch noch lernen. Ich muss noch ein bisschen Englisch-Hausaufgabe machen. Das mache ich nachher. Nach dem Aufstehen, würde ich sagen. Also gegen 9. So, 10 Minuten haben wir noch. Dann haben wir wieder unsere Wochenfolge voll. Ich hatte ja nur eine längere Pause. Das hat mir echt leid getan. Aber es war nicht anders zu wollen. Ich hatte
vorgehabt, letzte Woche aufzunehmen, aber ich war so fertig. Im Moment habe ich auch zu Hause Unmengen an Arbeit vor mir gehabt. Auf der Arbeit irgendwie zugehauen. Sonst alles weniger wird auf der Arbeit. Für andere, für mich, ist die Arbeit mehr geworden. So. Machen wir mal. Weg. Ich hasse Erde. Und dann kommt Kies. Natürlich. Oh, und das Eisen. Das ist übrigens Eisen. Hol ich mir. Hier kommen wir sofort. Ah, ist nur einer gewesen. Okay. So, dann machen wir die Blöcke hier wieder hin, damit wir gleich einen angenehmen Untergrund haben. Ist die Höhe richtig? Ja, so muss es sein, genau. Mop. Oh, das ist der letzte Block. Ja. Na, so. Ja, das muss auch weg. Ist ja nix. Mal nicht so lassen. Ja, natürlich jetzt grau in grau der Tunnel. Wir werden mal sehen, dass wir noch Akzente reinsetzen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Hier kommt noch eine Redstone-Beleuchtung irgendwie hier rein. Mal gucken. Das muss ich noch sehen, wie ich das mache. Dann werden wir, ja, wie schon andere bei anderen Tunneln, wenn wir eben halt ein paar Säulen zwischenstellen, damit das ein bisschen das Gefühl gibt, dass diese Wände irgendwie getragen werden. Oh. Das ist mein letzter. Obwohl, beim Elbtunnel sieht man auch keine Säulen, wenn man da so drin ist. Ne? Sondern, bei der Einfahrt, wenn man da drin ist, sieht man da nichts mehr von. Das ist doch alles wohl versteckt. Die ganzen Träger, die es halten. Und das ist ja auch dann diese halbrunde Form. Ne? Runde Formen können ja mehr Energie aufnehmen, also mehr Druck standhalten. Hier rund bauen ist hier ein bisschen schwierig. Von meiner Kraft hier. Ja, rund ist hier nicht. Hier ist alles eckig. So. Können wir einfach hinstellen, ne? Kein Schaden. Ah, hier ist wieder Kies. Ah, ich Kies hasse. Ich hasse Kies. Ich hasse Kies. Ich hasse Kies. Ich hasse Kies. Ah, weg damit. Weiter geht's. Auch noch weg. Und weiter geht's. Ja, haben eine Stunde lang Schlange geklopft. War doch toll, oder? Und ihr dürft euch freuen. Nächste Folge wird wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen. Ich weiß nicht, mal gucken, wie weit ich nächste Woche komme. Bis nächste Woche komme. Vielleicht bleibt euch das ja erspart. Oder ich mache ein extra Video, wo ich dann eine Stunde zwei Steine kloppe, aber das dann in Höchstgeschwindigkeit tue. Ein Zeitraffer-Video. Kann natürlich auch sein, da werde ich natürlich nur wenig kommentieren können. Das werde ich dann nachkommentieren müssen wahrscheinlich. Aber ja, das ist aber noch Überlegung. Und da stehen auch noch so andere Projekte an. Vielleicht gibt es noch ein ganz anderes Video, vielleicht kein Minecraft-Video. Aber das ist eben halt das Spiel, was ich am meisten spiele, Minecraft. Weil hier habe ich keine Storyline, ich muss mich da nicht irgendwie wieder einarbeiten. Ich habe nur meine Bauprojekte und das ist alles. Ja, würde ich natürlich gerne Hexer spielen und DSA, also habe ich ja noch ein paar CDs, die auf mich warten.
Eine Pen und Paper Runde wollte ich dann auch noch mit euch nochmal machen. So. Das dann allerdings wahrscheinlich dann weiterhin auf die DSA 4 Variante. Fünferhandbuch habe ich zwar da. Schon die Beta. Die jetzt die Verkaufsvision, die ja, das kostet ein ganzes Stück. Und ich habe andere Sachen, die doch jetzt eher wichtiger sind. Und Waren. Natürlich. So. Ja, okay. Achso, ja, was ihr mal in den Kommentaren schreiben könnt, wenn ihr mal Lust habt. Wenn ich live streame, zu welchem Zeitpunkt sollte ich das tun? Habt ihr da Wunschzeiten? Bestimmte Uhrzeiten, bestimmten Tag? Könnt ihr ja mal kommentieren. Weil dann sehen, dass wir uns da irgendwie in der Mitte treffen, wo ihr dann auch Lust habt, damit zuzuschauen und vielleicht auch ordentliche Tipps geben könnt. Live und ja, einfach so mit mir klönen. So. Naja, ihr müsst tippen. Ich spreche meine Antworten. Oh. Ich muss die Frage mal da. Ich kann wohl nicht gerne umschauen, das alles aufzufüllen. Aber ein bisschen faul. So. So, haben wir. Wieder auch mal eine Fackel? Was? Ist schon die letzte Spitzhacke, ne? Ah, das ist ja. Passt ja auch, dann ist die Folge auch zu Ende und dann ja, versuche ich nächste Woche ein anderes Video zu machen. Ich will gar nicht nochmal euch eine Stunde lang hier Tunnelbau antun. So. Wieder mal zurück. Rutsche ich hier im Hintergrund, hab ich glaube ich. Fertig, ja, schon wieder so. Zack, rein damit. Hier rein. Und das hier rein. Das so. Nee, das gehört ja auch nicht rein. Das wäre ja daran. Nicht so an hier, ne? Nicht der Schlamm anfangen. So. Eckpost-Tickies, ich brauche noch das Werkzeug. So. So. Und dann kann ich wieder eine Stunde lang mich da durchbuddeln. Brauchen die eigentlich viel? Geht das schneller? Eigentlich? Das ist normale Kohle. Na gut, das wird jetzt hier rein. Hier rein, stieg ich schon hier rein. Das sind ja wirklich nur die Sachen, die wichtig sind. Gut. Ja, Mensch. Da haben wir es wieder geschafft. Die erste Folge in diesem Jahr. Und ja, schauen wir mal, was das so noch bringt dieses Jahr. Was uns erwartet. Was euch erwartet. Ja. Dann wünsche ich euch was und habt euch wohl eine angenehme Woche und. Das tolle Wort und. Ist ja übrigens windkleidlich geworden. Ich habe es ja gar nicht glauben wollen. Jetzt möchte ich es aber gar nicht mehr haben. Dezember hätte es winterlich sein dürfen. Sogar so um Weihnachten rum. Schön weiß, wäre schön gewesen. Nein, aber schneit jetzt. Schneit es jetzt eigentlich? Nee, es ist nur grau eigentlich. Heute Mittag hat es geschneit wie verrückt, aber es ist alles nicht liegen geblieben. Aber über 0 Grad so gerade eben. Schöne abschließende Musik. Gut, habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jocke. Ja. Tja. Ich würde das ein bisschen weiterklopfen. Werde ich auch tun. Aber ohne euch. Ciao. Bis dann.